Wir haben uns im letzten Video mit der Effizienz von Algorithmen beschäftigt. Wir haben schon gesehen, die Anzahl durchzuführender Schritte, die nenne ich mal S, eines Algorithmus hängt von der Inputgröße ab. Wir haben die beiden Beispiele gesehen, eine Potenz berechnen. Wir brauchen mindestens S von n gleich Logarithmus zur Basis 2 von n, obere Gauss-Klammer drum, Rechenoperation und ein Polynom auswerten mit dem Horner-Schema. Da schaffen wir mindestens S von n gleich 2n Rechenoperation. Damit kommen wir aus. In beiden Fällen war das sogar optimal. Wir können das Ganze einmal im Vergleich zueinander darstellen. Das heißt, die Anzahl der Schritte in Abhängigkeit von der sogenannten Inputgröße, also von der Größe des Problems n. Das sieht so aus. Wir haben hier eine lineare Funktion in Orange dargestellt. Das ist das Polynom auswerten. Das heißt, wenn ich mein Problem größer mache, dann steigt der Aufwand in Form von Rechenschritten, den ich habe, linear. Und wenn wir das Ganze bei der Potenz betrachten, dann sehen wir, steigt der Aufwand etwas weniger stark an, nämlich sublinear, genauer gesagt logarithmisch zur Basis 2. Der Logarithmus steigt zwar auch monoton an, aber eine gerade Funktion ist auf lange Sicht, oder eine lineare Funktion ist auf lange Sicht immer schneller als ein Logarithmus. Das heißt, im zweiten Fall, bei der orangenen Funktion, steigt der Aufwand mit zunehmender Problemgröße offenbar schneller an als der Aufwand beim Potenzberechnen mit der Logarithmusfunktion ansteigt. Das Ganze sieht so aus, wenn man noch etwas rauszoomt, dann sieht man es ganz besonders. In gewisser Weise werden die beiden Probleme unterschiedlich schnell aufwendiger. Also, weil wir bei dem einen eine lineare Funktion haben, ist die sehr viel schneller mit großem Aufwand verbunden als bei der anderen Funktion, wenn wir nur die Potenz berechnen wollen. Das halten wir mal fest. Wir schauen mal, wie das bei anderen Problemen so ist und versuchen da den Aufwand abzuschätzen. Zum Beispiel bei den Türmen von Hanoi. Bei den Türmen von Hanoi geht es ja eigentlich nicht um Rechenoperationen, es wird nicht direkt was gerechnet, sondern der Aufwand zur Lösung des Problems, wenn ich den Algorithmus durchturne, hängt vor allem von der Anzahl der Verlegeoperationen ab. Und wir haben gesehen, wenn man so eine katastrophale Situation hat, von 64 Scheiben, die man entsprechend der Spielregeln verschieben muss, dann dauert das eben sehr lange, bis man so eine Lösung gefunden hat. In dem Fall sogar länger, als dieses Universum schon existiert. Diese Abhängigkeit, die ist hier sogar exponentiell, sodass das eben wirklich schnell ewig dauert. Man kann ja wirklich bei n gleich 64, haben wir gesehen, in der Übung von einer Ewigkeit sprechen. Die Anzahl der Schritte, da kennen wir schon die entsprechende Formel, die ist auch hier abhängig von der Inputgröße n. Wir können sagen, s von n, also die Schritte in Abhängigkeit der Inputgröße n, die sind gleich, das wissen wir schon, 2 hoch n minus 1. Was genau die betrachteten Schritte sowie die jeweiligen Inputgrößen in einem Algorithmus sind, das hängt wirklich vom Problem ab. Im einen Fall haben wir gerade Multiplikation gezählt, dann haben wir Multiplikation und Addition zusammengezählt und hier verschieben wir eben, oder hier zählen wir keine Rechenoperation, sondern wir zählen Verlegeoperationen. Jetzt kann ich mit den Termen 2 hoch n minus 1 auch nochmal in das gleiche Koordinatensystem plotten. Das sieht dann so aus. Und hier wird wirklich schnell deutlich, mit zunehmender Problemgröße n, die Sie an der x-Achse sehen, werden die Anzahl der Schritte entsprechend deutlich schneller höher. Das heißt, das Problem wird mit zunehmender Inputgröße schneller sehr aufwendig. Wir sehen also hier die lilane Funktion, die explodiert wirklich als Exponentialfunktion, während die orangene Funktion, die stand für das Horner-Schema, moderat steigt und ganz langsam steigt nur das Potenzauswerten mit der Logarithmusfunktion. Also, wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Art von anwachsendem Aufwand. Nehmen wir noch ein weiteres Lösungsverfahren eines Problems mit ins Boot. Bubble Sort haben wir auch schon gesehen. Hier nochmal der Pseudocode von Bubble Sort. Und hier haben wir wieder eine ganz andere Art von Problem. Es soll ein Array sortiert werden, das wissen wir schon. Also, was könnte hier vielleicht sinnvoll sein, als Inputgröße zu definieren? Rechenschritte machen ja auch nicht so richtig Sinn. Also, was sollte man als Schritte betrachten? Was klar ist, je länger das zu sortierende Array, also je größer oder je höher die Anzahl an Zahlen, die unsortiert sind, die Sie sortieren wollen mit einem Sortieralgorithmus, desto aufwendiger ist das, desto länger dauert
der Algorithmus, bis das Ganze durchgeturnt ist. Die Inputgröße ist also hier, was Sinn macht, die Länge n des übergebenen Arrays. Je größer die Inputgröße, desto aufwendiger wird's. Jetzt können wir hier keine Rechenoperation im eigentlichen Sinne zählen. Für das Verfahren werden ja der Reihe nach die nebeneinander stehenden Einträge verglichen und wenn die Reihenfolge nicht passt, wenn also links was Größeres als rechts steht, werden die gegebenenfalls getauscht. Das hat ja diese Swap-Funktion zu verantworten gehabt. Wie oft getauscht wird, das lässt sich nicht richtig vorhersehen. Aber wir können zählen, wie oft verglichen wird. Das heißt, es macht Sinn, hier als Schritte die Anzahl an Vergleichsoperationen zu zählen. Also die Vergleiche stellen die eigentlichen Schritte des Algorithmus dar. Wenn wir uns das Ganze nochmal vorstellen, wir haben von Anfang an ein Array mit n Zahlen und für den ersten Durchlauf der inneren Schleife, das ist die hier, also für diese innere Für-Schleife, wird ja jedes Mal verglichen und ausgewertet, ob diese Wenn-Operation hier ausgeführt werden soll und entsprechend diese Swap-Funktion aufgerufen. Wenn wir das machen, dann ist es einsichtig bei n Zahlen, wenn man alle einmal paarweise und Schritt für Schritt in so einer kleinen Bubble miteinander vergleichen möchte, hat man n-1 Vergleichsoperationen. Wir haben auch gesehen, das größte Element, das bubbelt dann, sobald man das erwischt, immer weiter nach rechts mit jedem Vergleich. Im nächsten Durchlauf ist dieses größte Element, Sie erinnern sich, ganz rechts im Array, das muss gar nicht mehr berücksichtigt werden. Im nächsten Durchlauf sind dann also nur noch n-2 Vergleichsoperationen notwendig. Im darauf folgenden Durchlauf, das heißt, wir sind jetzt bei der äußeren Schleife, nur noch n-3, dann n-4, n-5 und so weiter, bis es immer weniger werden. Insgesamt, wenn wir diese Anzahl an Vergleiche zählen wollen und daran will ich den Aufwand dieses Algorithmus festmachen wollen, dann sieht es so aus. Insgesamt ergibt sich die folgende Anzahl an Vergleichsoperationen und zwar erstmal n-1, dann im nächsten Durchlauf der äußeren Schleife n-2 und so weiter, bis wir nur noch bei 3, 2 und einer einzelnen Vergleichsoperation sind. Das kann ich anders schreiben. Und zwar als n mal in Klammern n-1 halbe. Das liegt daran, hier haben wir zur Erinnerung, diese Formel haben Sie wahrscheinlich irgendwann schon mal in Arithmetik oder in einer anderen Veranstaltung gesehen, die sogenannte Gaußsche Summenformel, nennt man auch manchmal kleiner Gauss. Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen, anders aufgeschrieben, also die Summe von k gleich 1 bis n über k, wissen wir, kann man mit vollständiger Induktion zum Beispiel beweisen, ist n mal, Klammer auf, n+1 halbe. Wir haben hier nicht die Summe der ersten n natürlichen Zahlen, sondern die Summe der ersten n-1 natürlichen Zahlen stehen. Das heißt, wenn wir hier n durch n-1 ersetzen, dann kriegen wir das Ganze entsprechend raus. Wir haben also n-1 und hier n-1+1, sprich n stehen, andersrum aufgeschrieben, ist n mal n-1 halbe an dieser Stelle. Kommt also der kleine Gauss zum Einsatz. Das kann ich auch, wenn ich möchte, anders aufschreiben. Wenn ich den Bruch auflöse, dann habe ich eben 1/2 mal n Quadrat minus 1/2 mal n, hier oben noch n in die Klammer rein multipliziert. Dann passt das so. Ich habe also offenbar eine quadratische Aufwandsfunktion. Die kann ich natürlich auch noch mit in das gleiche Koordinatensystem plotten. Und jetzt sehen wir, haben wir schon vier verschiedene Geschwindigkeitsklassen. Ein Problem mit logarithmischem Aufwand, eins, wo der Aufwand einer linearen Funktion folgt, einmal quadratischer Aufwand, das ist das hier eben betrachtete, und noch die Türme von Hanoi mit dem exponentiellen Aufwand. Das heißt, das ist besonders aufwendig, das ist besonders unaufwendig in Abhängigkeit der Problemgröße. Wir können das so ein bisschen sehen wie unterschiedliche Geschwindigkeitsklassen. Wir haben hier unseren Traktor bei den Türmen von Hanoi, der ist ganz lahm. Wir haben hier vielleicht schon einen Sportwagen beim quadratischen Problem. Wenn man sehr großes ändert, wenn man sehr große Probleme betrachtet, dann macht das wirklich einen Unterschied, ob man da 2 hoch n im Term stehen hat oder n Quadrat. Wir haben hier vielleicht schon unser kleines einsitziges Flugzeug mit der linearen Funktion und das mit dem Logarithmus, das geht wirklich ab wie eine Rakete. Das heißt, es dauert einfach viel länger, bis das sehr groß und somit sehr langsam wird, das Problem. Also auch sehr große Problemgrößen kriegen wir bei einem Algorithmus, der so einen Aufwand in Form eines Logarithmus hat, noch relativ schnell was raus. Also wir halten fest, manche Verfahren sind zu Beginn vielleicht sogar schneller als andere, aber es geht immer on the long run, also was nach hinten heraus passiert, das ist vor allem wichtig,
Was passiert, wenn die Probleme sehr groß werden? Dann interessiert es mich. Wenn die Probleme klein sind, dann ist es nicht so wichtig, wie effizient ein Algorithmus ist, weil wir einfach relativ viel Rechenpower in den heutigen Computern haben. Also, man stelle sich vor, was passiert, wenn die Inputgröße riesengroß wird. Dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mit meiner Anzahl an Schritten hier unten irgendwo bin oder hier ganz oben, was schon gar nicht mehr dargestellt ist. Das will man irgendwie fassen, man will das irgendwie beschreiben können. Wir haben gerade schon gesehen, da kommen unterschiedliche Terme in den einzelnen Formeln für die Anzahl der verwendeten Schritte oder der benötigten Schritte vor. Was Quadratisches, was Logarithmisches, was Exponentielles, was Lineares. Hier kommt die sogenannte Landau-Notation zum Tragen, die ja auch Titel dieses Videos ist. Die geht auf einen deutschen Mathematiker, Edmund Landau, zurück, 1877 bis 1938, also auch weit bevor es wirklich industrielle Computer gab. So sah er aus. Und in gewisser Weise schafft die sinnvolle Töpfe für diese verschiedenen Geschwindigkeitsklassen, in die wir die Algorithmen einsortieren können. Grob gesprochen, wir betrachten nur den für das Laufzeitverhalten ausschlaggebenden Faktor, also den Term in der Anzahl der Gesamtschritte, der wirklich on the long run ausschlaggebend für das Verhalten der Entwicklung der einzelnen Algorithmusschritte in Abhängigkeit von der Problemgröße ist. Gehen wir mal die Probleme der Reihe nach durch. Das erste, was wir uns angeschaut haben, war die Potenz berechnen. Wir haben den Term hier gefunden. Da steckt im Wesentlichen dieser Logarithmus zur Basis 2 drin. Dass da noch eine Gaußklammer drin ist, ob da mal einer mehr drauf gerechnet wird oder so, das spielt on the long run nicht so wirklich eine große Rolle. Polynom auswerten, 2n. Okay, da haben wir offenbar einen linearen Term, 2n, der die große Relevanz hat. Die Türme von Hanoi lösen, 2 hoch n minus 1, dass da noch eine abgezogen wird, geschenkt, wenn wir eben für n64 einsetzen oder sowas. Bei Bubble Sort haben wir den Term hier, 1/2 n Quadrat minus 1/2 n. Sie wissen vielleicht aus der Analysis, ausschlaggebend für das Konvergenzverhalten eines Polynoms ist der Term mit dem höchsten Exponenten. Das heißt hier das 1/2 n Quadrat. Und wenn man wirklich n ganz, ganz groß macht, dann spielt es auch keine große Rolle mehr, ob da 1/2, 1/3 oder 1 oder 2 vorsteht. Dieser Vorfaktor wird auch keine große Rolle mehr spielen. In der Landau-Notation notiert man das wie folgt. Man gibt nur den Teil an, der wirklich aussagekräftig oder ausschlaggebend für das Laufzeitverhalten ist. Das ist im Fall der Potenz berechnen der Logarithmus zur Basis 2. Wir schreiben das als O von Logarithmus 2 zur Basis n. Das hat einen Aufwand von O von n. Hier ist dieser lineare Term wirklich ausschlaggebend. Die 2 ist auch nicht so wichtig. Ob da 2 oder 3 steht, ist nicht so wichtig für die verschiedenen Geschwindigkeitsklassen. 3n, 2n, das macht wirklich nichts aus, wenn n riesengroß ist. Aber ob das jetzt log 2 von n ist oder 2n, 3n, 4n, 1/2 n, das macht einen großen Unterschied, haben wir bei den Graphen gerade gesehen. Hier würden wir sagen, das ist O von 2 hoch n und hier, das ist O von n Quadrat, da ist entsprechend analog zur linearen Argumentation das n Quadrat ausschlaggebend. Und Sie haben schon gehört, ich schreibe es hier nochmal hin, gesprochen wird diese Landau-Notation immer als O von und dann das, was da drin steht, ja, wie so ein f von x. In gewisser Weise stützen wir diese Funktion s von n auf das Wesentliche zusammen, auf den wesentlichen Term, der ausschlaggebend ist für das Verhalten, wenn man sehr große Zahlen für n einsetzt. Das hat Landau natürlich nicht einfach so lapidar gemacht, sondern der hat das mathematisch auch unterfüttert und eine genaue Definition angegeben. Und jetzt haben wir es sozusagen ein bisschen umgangssprachlich betrachtet. Jetzt gehen wir mal genauer ins Detail. Allgemein schreiben wir das s von n, also diese Funktion, die die Anzahl der Schritte in Abhängigkeit der Inputgröße angibt, gleich o von irgendeiner Funktion f von n ist. Das war gerade das f von n, war der Logarithmus zur Basis 2, war n Quadrat, war n, zwar 2 hoch n. Das schreiben wir genau dann, wenn die Werte der Funktion s von n schließlich, also ab einer bestimmten Stelle n0, ab irgendwann einem großen n0, was vorher passiert ist, nicht so wichtig, kleiner oder gleich dem Term c mal f von n für irgendeine gegebene Konstante c Element der positiven reellen Zahlen sind. Formal ausgedrückt, wir schreiben s von n, also die Anzahl der Schritte in Abhängigkeit von der Problemgröße, ist gleich o von f von n, genau dann, wenn irgendein n0 und ein c existieren, hier das Existenzzeichen, so dass, der Doppelpunkt,
s von n kleiner oder gleich c mal f von n ist für alle n, das umgedrehte a, für alle n, die größer oder gleich irgendeinem spezifischen n0 sind. Wir schauen uns das gleich nochmal an, was das in der Praxis bedeutet. Kurze Anmerkung, dieses O ist interessanterweise eigentlich ein großes griechisches Omikron. Das sieht aber genauso aus wie unser O. Deswegen spricht man es auch, so hat sich das eingebürgert, als O aus. Aber ich wollte es mal kurz mitteilen, der Korrektheit wegen. Schauen wir uns mal an, was bedeutet diese Definition genau. Kommen wir zu Potenzberechnen. Wir wissen, die Anzahl der Schritte, ja, die ist wie die obere Gaußklammer vom Logarithmus zur Basis 2 von n. Das kann ich auch schreiben, haben wir schon auf der Folie gerade gesehen, als O von log 2 n. Warum darf ich das machen? Ich muss jetzt also überlegen, wie kriege ich das hin, dass Sn, sprich die Gaußklammer um den Logarithmus zur Basis 2 von n, kleiner gleich der Logarithmus zur Basis 2 von n ist. Auf den ersten Blick könnte man da als c einfach 1 einsetzen, damit das gilt. Dann ist es ja immer gleich. Aber das kann ja tatsächlich noch ein kleines bisschen größer werden. Also gehen wir auf Nummer sicher und setzen für c zum Beispiel 2 ein. Dann haben wir es. Diese Konstante, Randbemerkung, ist nicht eindeutig. Wir könnten auch 3 oder 4 nehmen. Hauptsache, irgendeine Konstante existiert, sodass das irgendwann mal gilt. Polynome auswerten. Aufwand 2n. Haben wir gesagt, das ist gleich O von n. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriege ich das hin, dass hier diese Funktion f von n, nämlich n, das entsprechend 2n kleiner gleich c mal n ist. Ja, da kann ich also c gleich 2 einsetzen. Das heißt, hier nochmal die Rechtfertigung auf Ebene der Theorie, warum wir das quasi als O von n schreiben können. Also warum n sozusagen der wesentliche Geschwindigkeitsfaktor von 2n ist. Bei den Türmen von Hanoi, ganz ähnlich, da haben wir geschrieben O von 2 hoch n. Damit ich das machen darf, brauche ich auch wieder eine Konstante. Ich habe gesagt, die Konstante c gleich 1 passt. Warum ist das so? Wenn hier 2 hoch n minus 1 steht und hier kleiner gleich 1 mal 2 hoch n, klar, das gilt offenbar auch, sogar schon für alle n, nicht erst ab irgendeinem Index n0, das kann also auch mal passieren, sprich mit n0 gleich 1, wenn man so will, denn 2 hoch n minus 1 ist ja immer kleiner gleich 2 hoch n. Ich darf also sagen, das hier ist der wesentliche Faktor, sodass ich sage, dieser Aufwand, der ist wie O von 2 hoch n. Und bei Bubble Sort haben wir gesehen, da habe ich gesagt, das soll O gleich n Quadrat sein. Der wesentliche Faktor ist n Quadrat. Als Konstante könnte man hier c gleich 1/2 setzen. Denn wenn hier links diese rote Formel steht, dann kann ich sagen, das ist kleiner gleich 1/2 mal n Quadrat. Denn ich ziehe auf der linken Seite immer noch dieses minus 1/2 n ab. Das ist auf jeden Fall, n ist was Positives, also mache ich es damit insgesamt kleiner, sodass diese Ungleichung auch auf jeden Fall wieder gilt. Sie könnten aber genauso gut auch als Konstante 1, 2, 3 oder 4 Fünftel setzen. 1/2 ist sozusagen die kleinste Konstante, die Sie einfach dahin setzen können. Das habe ich umgangssprachlich gerade schon so ein bisschen gesagt. Wir haben hier verschiedene Aufwandsklassen. Man sagt tatsächlich, wir haben logarithmischen, im ersten Fall Potenzberechnungen, linearen, im zweiten Fall Polynome auswerten, exponentiellen, bei den Türmen von Hanoi, und quadratischen, bei Bubble Sort, Aufwand. Machen wir nochmal ein Beispiel, um das etwas plastischer zu machen. Wir nehmen mal einen ganz hypothetischen, rein fiktiven Algorithmus. Wir gehen davon aus, ein Algorithmus berechnet von n Zahlen irgendeinen spezifischen Rückgabewert. Und warum auch immer, können wir auf Ebene der Theorie sagen, hierzu benötigt er s von n gleich 3 mal n hoch 3 plus 2 mal n Quadrat plus 7 Rechenoperationen. Die zählen wir einfach anhand des Algorithmus. Wie lautet jetzt eine Funktion, so dass s von n gleich o von f von n gilt? Was ist der wesentliche Faktor hier in dieser Aufwandsfunktion? Wir können tatsächlich s von n gleich o von n hoch 3 schreiben. Die Frage ist, warum? Wie rechtfertigen wir das? Also n hoch 3 ist tatsächlich der wesentliche Geschwindigkeitsfaktor für das langfristige Verhalten dieses fiktiven Algorithmus. Aber warum? Wie lautet das zugehörige c, sodass s von n, die Anzahl der Schritte, kleiner gleich c mal f von n gilt? Konkret muss ja, ich schreibe das mal so dahin, 3
mal n hoch 3 plus 2 mal n Quadrat plus 7 kleiner gleich irgendeinem c mal n hoch 3 sein. Ab irgendeinem hinreichend großen n0 soll das gelten. Welche Zahl tut es hier auf jeden Fall? Machen wir uns das Leben nicht unnötig schwer. Hier tut es zum Beispiel c gleich 4. Aber natürlich auch c gleich 3,1. Was aber nicht geht, ist c gleich 3. Wenn ich c gleich 3 nehme, dann habe ich das Problem, dass wenn ich hier eine 3 einsetze, egal wie groß n wird, ich addiere immer noch ein klein bisschen was drauf, was hier auf der linken Seite zu viel wäre, wenn hier auch 3 mal n hoch 3 stünde. Aber sobald ich das c ein bisschen größer als 3 mache, dann darf ich die Konstante hier an dieser Stelle nutzen, weil irgendwann ist n hoch 3 so stark, dass dieses bisschen quadratische und Konstante drauf addiere, nichts mehr zur Sache tut. Das kann man sich wie folgt vorstellen. Wenn man diese Gleichung hier mal nimmt und die zu c umstellt, dann kann ich sagen, c ist größer oder gleich als 3 plus, und wenn ich hier n hoch 3 rüber dividiere, also als 3 plus 2 durch n plus 7 durch n Quadrat. Wenn jetzt n hinreichend groß wird, wenn wir also wirklich ein sehr großes n ab irgendeinem n0 betrachten, dann wissen wir aus der Analysis, sind das hier 0 Folgen. Wenn ich 2 durch irgendeinen sehr großen Wert teile, dann ist der irgendwann fast 0, genauso der hier, sodass dieser Wert hier auf jeden Fall gegen 3 konvergiert, den aber nie erreicht. Hier haben wir also die Rechtfertigung. Diese Dinger, die werden irgendwann so klein, dass auf der rechten Seite nur etwas steht, das wirklich beliebig nah an 3 ist, aber 3 eben nicht erreicht. Das heißt, für jede Zahl, die etwas größer als 3 ist, kriege ich irgendein n0 irgendwann mal gefunden, sodass diese Bedingung gilt. Also mit c gleich 3,1 oder c gleich 3,0001 tut es das auf jeden Fall hier, und wir haben eine Rechtfertigung dafür, dass wir sagen können, s von n, die Aufwandsfunktion, ist o von n hoch 3, verhält sich also im Wesentlichen on the long run wie die Funktion n hoch 3. Auf diese Art und Weise kann man ganz unterschiedliche Geschwindigkeitsklassen oder Effizienzklassen von Algorithmen sich anschauen und betrachten. Wir haben jetzt gesehen, wir haben einen Algorithmus gesehen, der verhält sich wie o von log 2n, o von n, o von n Quadrat und o von 2 hoch n. Die sind diesen Klassen sozusagen zuzuordnen. Denkbar sind wirklich beliebige Terme, die sich hinsichtlich ihres asymptotischen Verhaltens unterscheiden. Zum Beispiel O von 1, ein konstanter Aufwand, ein Algorithmus, der, egal wie groß die Problemgröße ist, nur eine bestimmte Anzahl an Schritten hat. Die würde man also als O von 1 bezeichnen. Kubischer Aufwand, O von n hoch 3. Allgemein polynomieller Aufwand, das heißt O von n hoch k mit irgendeinem k aus den positiven reellen Zahlen. Das kann also ein halb sein, das kann aber auch ein tausend sein. Man spricht von faktoriellem Aufwand, wenn sich der Aufwand im Wesentlichen wie die Fakultätsfunktion n Fakultät entwickelt. Exponentiellem Aufwand, wenn wir irgendein d haben und das hoch n nehmen. Gerade hatten wir d gleich 2, ist also ein allgemeinerer Fall von dem Fall für die Türme von Hanoi. Und es gibt auch noch Mischformen, sowas wie o von n mal log n. Hier sagt man auch linearithmischer Aufwand zu. Das ist tatsächlich sogar etwas besser als o von n Quadrat. Weil der Logarithmus, haben wir zum Beispiel gesehen, der wächst langsamer als der lineare Aufwand n. Das heißt, wenn wir hier den linearen Aufwand mal etwas langsameres als n nehmen, dann sind wir hier insgesamt besser zum Beispiel als n Quadrat. Und wenn man zum Beispiel einen Logarithmus hat, der o von n Quadrat, der sich wie o von n Quadrat entwickelt, und einen hat, der sich wie o von n mal log n entwickelt, dann sollte man wahrscheinlich den zweiten nehmen, weil der ist auf lange Sicht mit weniger Aufwand verbunden. Fassen wir das mal zusammen, was wir hier gesehen haben. Die Anzahl durchzuführender Rechenschritte, was genau diese Schritte sind, ist abhängig vom jeweiligen Problem, ist abhängig aber auch von der Inputgröße n und lässt sich eben nur für die gezeigten Beispiele anhand entsprechender Überlegungen durch einen Term abschätzen. Hinsichtlich ihres asymptotischen Verhaltens bezüglich des notwendigen Aufwands zur Lösung eines Problems haben wir gesehen, erweisen sich die betrachteten Algorithmen allesamt als unterschiedlich, aber dank Landaus Notation können wir alle beliebigen existierenden Algorithmen in eine überschaubare Anzahl an Klassen, je nachdem, wie sie sich asymptotisch verhalten, einsortieren. Also konkret haben wir jeweils einen Algorithmus mit logarithmischen, mit linearem, mit kubischen und mit exponentiellem Aufwand
gesehen. Es sind aber auch prinzipiell, das war die letzte Folie, diverse andere Klassen denkbar. Bis zum nächsten Video.